Hi Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir einmal das Thermostat am E46 M43 TÜ Motor erneuern. Das ist ein Thermostat komplett mit Gehäuse drin. An der Seite ist der Temperaturfühler, der ist auch mit dabei. Ich zeige euch mal das neue Teil. Das sieht nämlich so aus. Thermostat dran, Temperaturfühler dran, Flansch dran. Der ist nämlich undicht. Unten am Flansch läuft uns die Suppe hier runter. Das habe ich jetzt nach dem Abdichten des Ölfiltergehäuses festgestellt, dass es hier so leicht runterläuft. Ist auch eine Krankheit bei den Dingern. Deswegen werden wir das jetzt mal ganz fix reparieren. Achtet darauf, dass das Kühlsystem auf jeden Fall abgekühlt ist, bevor ihr das macht, da die Brühe ziemlich heiß sein könnte. Legt euch ein Gefäß auf jeden Fall drunter, damit, wenn es runterläuft, dass alles aufgefangen wird. Am besten eine saubere Wanne, wenn ihr das Kühlmittel wiederverwenden wollt. Wenn nicht, kann es auch eine dreckige Wanne sein. Denkt daran, natürlich genügend kühler Frostschutz auch da zu haben, im Ready-Mix oder als Konzentrat. Achtet dann natürlich auch darauf, das richtige Mischungsverhältnis, das ihr benötigt. Es steht meistens auf der Flasche drauf. Ihr solltet das vielleicht vorher mal prüfen oder ihr wisst, wie dieses Mischungsverhältnis einfach ist. Wir fangen direkt mal an. Und zwar müssen wir zuallererst hier diese Klammer einmal lösen und den Schlauch vom Thermostatgehäuse runterziehen. Dafür nehmen wir uns hier einfach mal so einen Schraubendreher, lösen diese Klammer hier an und versuchen jetzt diesen Schlauch hier einmal runterzuziehen. So, Schlauch ist ab, weg mal zur Seite gehangen, dann geht es direkt weiter. Hier drunter ist der Temperaturfühler, da müssen wir den Clip einfach nur nach oben drücken und den Temperaturfühler, den Stecker davon lösen. Und dann haben wir drei Schrauben, die durch das Gehäuse gehen, analog dem hier, könnt ihr gut erkennen, denke ich mal. Diese drei Schrauben heißt es zu lokalisieren. Zack, hier unten ist eine, direkt mal lösen und rausholen. Jetzt hier umgeschaltet, so, jetzt aber hier, zack. Ist eine sehr angenehme Arbeit, das geht bei dem Fahrzeug wirklich zügig. Das Problem ist nämlich häufig, dass halt dieser Kühlmittelflansch mit der Zeit einfach undicht wird und wir dann eine Leckage im Kühlsystem haben. Aber auch das Thermostat kann natürlich nach den Jahren mal defekt sein. Das heißt, es öffnet dann unter Umständen nicht mehr. Und das ist ein allgemeines BMW-Problem. Speziell oft auch beim E39, dass das Thermostat dann nicht öffnet und das Fahrzeug überhitzt. Oder der Flansch einfach reißt und euch die ganze Suppe im Motorraum verteilt. Dann ist es natürlich wichtig, das auch zu erneuern. Möglichst sofort das Auto abstellen, falls euch sowas halt passiert. Wenn das passiert, immer empfehlenswert, auch direkt die Wasserpumpe zu tauschen. Es ist eigentlich kein großer Akt bei den Fahrzeugen, bei den BMWs aus den Modelljahren sind die Wasserpumpen alle über einen Keilriemen angetrieben. Von vorne gut zugänglich, kostet auch alles nicht die Welt und ist halt alles schnell gemacht bei dem Wagen. So, jetzt gehen wir hier weiter. Zack, die letzte Schraube. So, weiter, weiter, weiter hier. Und wenn diese auch raus ist, da ist es schon. Nehmen wir uns hier auch das hier mal zur Seite. Und dann haben wir das Thermostatgehäuse schon da. Wurde schon mal abgedichtet, hat nicht gehalten. Wie gesagt, das direkt mal an der Seite feuern. Man sieht auch hier die Dichtung. Die ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Die ist einfach nur noch flach. Und wenn man sich das anguckt, sieht man halt richtig diesen Steg. Das heißt, das konnte gar nicht mehr richtig abdichten. Deswegen direkt weg damit und direkt den neuen rein.
So, den neuen Kühlmittelflansch, das neue Thermostat, bauen wir sofort ein. Vorher reinigen wir einmal kurz die Dichtfläche hier. Dann noch ein bisschen von dem, von dieser Dichtungspaste. Die machen wir hier einmal schön weg. Das machen wir einmal schön alles sauber. So, hier haben wir noch die Reste. Gucken, das sieht gut aus. Zack. So, neuen Kühlmittelflansch dran. Alles wieder an seine Position. So, und dann setzen wir die erste Schraube direkt wieder an. Suchen uns irgendein Loch erstmal aus. Und direkt rein. Zieht die Schrauben alle nicht zu fest an. Denn das ist alles nur Kunststoff. Also erstmal nur handfest, alle drei rein. So. Machen wir hier das Loch, da ist das Loch. Ne, das ist halt Kunststoff, wirklich nur handfest, so ja, nach Gefühl würde ich jetzt einfach mal behaupten. Natürlich gibt es da auch einen Drehmoment für, aber das habe ich jetzt nicht zur Hand. Aber ich denke mal, dass ich das ganz gut im Handgelenk habe, um das abschätzen zu können, ob es gut angezogen ist oder nicht. Zack. So, was ist die letzte Schraube? So, mal gucken, hier. Und rein. So, rein, rein, rein. Ja, das war natürlich jetzt hier richtig ärgerlich. Wir haben jetzt ziemlich spät schon. Jetzt haben wir jetzt fast 20 Uhr. Und das ist mir jetzt vorhin erst aufgefallen, also habe ich mich hier nochmal auf den Weg gemacht, schnell so einen Thermostat besorgt. Zum Glück hatte mein Lieferant das Ding auf Lager, nur noch 3 Stück. Aber er hat es da, weil er kennt das natürlich auch, das ist ein bekanntes Problem. Und das ist ein sehr gängiges Teil an sich bei BMW. Zack. So, wo ist die letzte Schraube? Nochmal hier. So, dann ist das Ding fest. Dann nehmen wir uns den Stecker vom Kühlmitteltemperatursensor wieder, den drauf. Dann haben wir hier den Flansch, beziehungsweise den Schlauch zum Flansch, den setzen wir wieder drauf. Drauf, Sicherungsklammer runter und alles fest. Dann gilt es natürlich, das Kühlsystem wieder aufzufüllen, einmal zu entlüften, zu starten, gucken, ob alles dicht ist. Und dann alles gut. Wichtig hierbei, Glykol sollte jetzt nicht irgendwie auf... Also das Kühlmittel sollte jetzt nicht großartig auf den Keilriemen sprühen, laufen, was auch immer. Tut es natürlich trotzdem, man kann da nichts gegen machen. Wichtig ist hierbei halt nur, dass ihr das dann auch sauber macht. Nehmt euch einen Bremsenreiniger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Sprüht das alles hier unten einmal ab, damit dieser Glykol halt weggeht, weil Glykol greift halt ein bisschen irgendwie auch das Gummi vom Keilriemen an. Nicht, dass er dann in Zukunft halt schneller reißt. Einmal sauber machen. So. Und dann hätte man das schon geregelt. So. Ich würde sagen, wir sind fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war jetzt ein sehr kurzes Video. Ich glaube, keine 7 Minuten oder so, oder 8 knapp. Im nächsten Video werden wir einmal das Kühlsystem entlüften. Also das drehe ich jetzt einfach direkt nach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.